Hallihallöchen, Leutings, und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Let's Play Dead by Daylight. Ich habe heute zwei Gäste, nämlich zum einen Ladies First, die Bum. Hi. Und zum anderen den Mark, die nette Hallo. Dame hier mit der roten Frisur. Lady in Red. Genau, Lady Red. Ich habe meine Mac und wir spielen eine Runde Survival Friends, oder? Ja, klar. Lady in Red und du hast die Mac. Genau, normalerweise soll der Keks auch noch mit dabei sein, aber der hat es heute irgendwie verpeilt. Obwohl ich es eigentlich gestern Abend noch, oder heute Morgen, um genau zu sein, noch zu ihm gesagt habe, dass wir da was geplant haben. Keks. Der ist imaginär dabei. Achso. Genau, Keks ist in unseren Herzen dabei. Ja, ich habe der Battle schon wieder so ewig nicht gespielt, das ist... Ja, was? Also ich bin fleißig am Zocken. Ich habe mit meiner Mac Prestige 1, das reicht mir. Ich habe Prestige 1 mit Mac, das reicht mir vollkommen. Auch schon die neue Killerin gelevelt, also wird lustig. Ich hab die noch nicht mal gekauft. Oh Gott. Ich hab die auch noch nicht gekauft. Oh, doch. Aber gesehen und so, die Map mal gespielt. Ja, vorgestellt hatten wir uns folgendes. Man kann es ja mal so sagen, während wir hier in der Lobby hopsen und so ein bisschen laden und so, das dauert ja auch immer. Ich habe mir das wie folgt vorgestellt. Wir werden ein paar Runden Survival Friends spielen, wo wir einfach ein bisschen Spaß haben. Dann, wenn neue Killer rauskommen, habe ich mir so gedacht, oder auch mal so aus Spaß, dann machen wir mal ein paar Privat-Killer-Runden, wenn wir ein paar Leute mehr sind, dann macht's ja auch Spaß. Yay. Wo ich früher gedacht habe, dass dann jeder mal den Killer wenigstens einmal eine oder zwei Runden spielt. Ja. Ist auf jeden Fall Spaß. Denke ich auf jeden Fall, dass wir Spaß haben werden. Ja. Oh Gott, den neuen habe ich zwar schon hochgelevelt, aber noch nicht ausprobiert. Ich auch nicht. Ich habe mit keinem Killer, von daher ist es eigentlich egal. Ich kann dir dann nur empfehlen, guck dir mal die letzte Projekt X-Folge an, wo ich und Kixi den Clown gespielt haben. Wir haben auf jeden Fall sehr gelacht. Hab ich ja, noch gespielt, also ich finde halt die Perks von der neuen Killerin cool, wegen ihrem heimgesuchten Boden und so. Ich habe den Trailer nur gesehen. Wir wollten auf dem Public Test Bild eigentlich Keks und ich, aber irgendwie haben wir es verschleimt. Dann war der schon wieder durch. Wir wissen noch gar nichts von der neuen Killerin, ja, ist ja schlimm. Nee, wir wissen noch gar nichts, also wir kennen wirklich. Also die neue Killerin ist das Gespenst, ja? Hm? Sie hat einmal einen Perk, der nennt sich Hast. Also Hass, ja, und mit diesem Perk kannst da du kann ich noch einen. Der, wo diese Haken um seine Profile hat, am Ende töten, also niederschlagen und Momentum morin. Dann hat sie noch so eine, also ich weiß nicht, wie der Perk heißt, aber wenn sie halt sehr viele Paletten auf die Schnauze kriegt, dann zerstören die sich automatisch und sie wird nicht mehr betäubt. Ihr merkt, die Frau hat Ahnung. Hört auf sie. Ja, echt. Und das Beste ist, was sie halt wirklich hat, ist halt dieser heimgesuchte Boden. Das heißt, es starten zwei brennende Totems. Ach, du Wenn du Scheiße. Eins davon kaputt machst, dann sind alle gefährdet, wie bei Michael Myers, ne? Wenn der auf Stufe 3 ist. Fuck. Dann kannst du jeden sofort runterhauen und halt aufhängen. Die ist ja gar nicht OP, halt, oder? Und wenn du eins kaputt machst, ist das zweite dann aber auch glanzlos. Das heißt, es ist dann vollkommen egal. Aber es ist halt voll cool, wenn du dann wenn du gegen das Gespenst spielst und er Ruin dabei hat und du dann das falsche Totem kaputt machst. Ist ja gar nicht OP, aber das sagen wir ja auch nur über jeden neuen Killer, dass der gar nicht OP ist, ne? Ja, also ich finde es halt echt cool, weil im Endeffekt, weil wenn ich denke, wie oft ich Killer gespielt habe, ein Fluchtotem dabei hatte und aber innerhalb von 2 Sekunden war es kaputt. Ich bin hier in dem Häuschen. Wir haben das Schweinchen nur so mal als Information. Na super. Ich bin also schon mal tot. Nein, ich hasse das Schwein. Ich mache erstmal einen Haken kaputt. Also ganz viel umschauen, bitte. Ja, ich hab schon mal Herz. Mein Herz rast, Baby. Herz rasen heute Nacht. Ja, und der neue Überlebenden, den ich gerade ich spiele, der hat auch voll coole Perks. Der hat einmal so eine Art Münze werfen, damit man den Killer ablenken kann. Habe ich zwar noch nie ausprobiert, aber okay. Oh mein Gott, war das knapp. Dann hat er einen Perk, der nennt sich Befreiung. Das heißt, wenn ich dann jemanden vom Haken runterhole, dann könnte ich, wenn ich das nächste zum ersten Mal am Hakenhänger runterspringen, ohne dass ich gerettet werden muss. Ist eigentlich auch voll cool, aber auch verschwenderisch eigentlich. Und das letzte, was er noch hat, ist Auditude. Auditude, ist halt zum Heilen gut, ne? Das heißt, wenn ich jetzt heile und ich schaffe meinen Skillcheck, sammle ich das so Stufen. Also oh Gott. Und durch diese Stufen heile ich immer schneller. Voll cool. Ja, wir gehen. Gerade jemand die Treppe hoch. Ja, wir gehen auf jeden Fall zu Dead by Daylight ESL, so profihaft spielen wir. Das hier bei mir, The Random. Der Name kann ich nicht aussprechen. Sakko. Ich mach grad einen Gen, also. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ach, Marc, du bist übrigens, ne? Das Opfer. Was? Das Hauptopfer. Ich seh es schon. Ja. War ja klar. War ja klar.
So, Keks ist nicht mit dabei, also hallo. Mit so einem Mädel, oh Gott. Du solltest vorsichtig sein, wenn das da ausmacht. Ach, fuck. Ja. Oh, hier sind wir zu zweit. Ich das eher, nimm die andere, die ist hübscher. Nicht, dass das Schwein Hass hat und du dann am Ende Momentum erregt wirst. Weil, wie gesagt, das könnte jetzt alles Mögliche sein. Das könnte dieses Hass sein, das könnte erloschenes Licht sein, das könnte Spiel mit deinem Essen sein, das könnte Vergiss mal nicht sein. Mir ist egal, Hauptsache sie finden mich nicht. Also wenn es Hass wäre, ja, wenn du dieses Hass hast, ne, und der Generator geht an, Mark, dann siehst du auch, wo der Killer ist. Also wenn du weißt, wo der Killer ist, dann weißt du, du hast diesen scheiß Hass-Perk. Hier kannst, bei mir. Kannst du folgen, Marc? Ich war schon vor 2 Minuten raus. Deswegen. Aber sie ist auch hinter mir her, deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Ja, ja, alles gut. Ich guck mich ja auch gerade schon wieder um wie ein Bekloppter. Ja, wie war das noch? Perk Hass, da kenne ich noch jemanden. Warum zieh ich, keine Ahnung, warum zieh ich immer die Sau so an? Ich weiß ich nicht. Ist halt so. Ist Schweine. Wir sind ich seh sie jetzt kurz. Ich hab sie kurz gesehen. Krass. Also hat, dann hast du Hass. Okay. Also jedes Mal, wenn der Generator angeht und du den Killer siehst, dann kann er dich auch sehen, weil du bist seine Opfergabe. Und am Ende der Runde kann er dich Momentumorin. Also pass auf. Oh Gott, da ist einer am Chat. Sorry. Ich hab dich nur. Du warst so grau angezogen. Wer ist das denn? Das bin ich. Oh, sorry. Aber sie hat dich nicht gesehen. Ich habe da so einen blutigen Rücken, doch, tut mir leid. Sie hat mich weggezogen, sie hat mich gesehen. Nee, was? Wurde mir gerade angezeigt. Also ich häng mal eine Runde ab. Gut, ja, häng mal eine Runde. Wo bist denn du? Ich seh dich nicht. Warum sehe ich dich nicht mehr? Ist das schon wieder ein Bug? Kann ich sehen. Doch, so jetzt. Ich habe keine Falle auf den Kopf gekriegt. Och, war schade, schade. Doch gut. Campt er? Oder sie? Oder es? Ich glaube, also ich höre immer noch Herzschlag bei dir. Sie ist irgendwo hinter mir. Ja. Ich bin hier nämlich in der Nähe vom Keller, ich sehe dich. Jetzt ist sie hinter mir her. Okay, das ist gut. Ich block sie mal weg von dir. Kommt sie? Ja, sie kommt. Sie kommt. Komm, du Sau. Ja. Wie denn? Ah, jetzt hat sie mich. Das war jetzt ich nicht, aber. Betäubung. Na ja, immerhin, ne? Ja, aber wie? Ich war gerade in der Nähe von der Palette. Oh, Mark? Ich hab'n Vogelkäfig im Kopf jetzt. Ja, nicht gut. Du hast einen Käfig gekriegt. Das haben wir bei Kicks mal gemacht und Kicks hat nicht dran gedacht und wollte durch den Ausgang durchrennen. Er hat's schnapp gemacht und dann war's das. Aber ob mir das viel bringt, ich weiß es nicht. Ich kenn die Steuerung gar nicht mehr. Warum sind hier keine Ballertat? Das heißt, ich bin hier der Profi und spiele mit lauter Nullprofen zusammen. Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. War der erst nicht vorher klar? Yay! Der Generator ist schon gemacht. Oh Gott. Geh weg. Komm ab. Geh weg. Oh. Kämpf, Marc. Bleibst du da? Was macht sie denn? Das Problem ist jetzt, eigentlich dürfen wir keine Gänse mehr machen, bis Marc den Scheiß los wird. Ansonsten kriegt er ja einen Timer. Aber sie hat jetzt ein paar Mal daneben gehauen, aber jetzt hat sie nicht gleich. Ja, trotzdem ein Gänse fertig, ist mir wurscht. Ja, klar. Oh Gott, ihr ist so sauer auf mich. Was will sie denn? Zu Recht. Ja. Ich hab ja nur noch so ein Ding um den Kopf. Ja, und jetzt solltest du zusehen, dass du von ihr wegkommst. Immer noch hinter mir. Ja. Bist du hier irgendwo, oder? Oh, nein, au. Oh, ich mach einen Elektroladen auf. Doch weg jetzt. Keiner mag dich. Geh weg. Oh Gott. Jetzt hat sie mich. Jetzt wirst du erstmal filetiert. Hat die so lange Ohren? Ne. Das ist mir noch nie aufgefallen. Haben Schweine Ohren? Ja, natürlich. Natürlich. Doch am nächsten Gen. Ja, ich mach auch gerade einen. Und ich bin in der Nähe von einem Ausgang. Ja, doch dir nur. Oh, scheiße, du bist am Arsch der Map, eh. Das geht ja gar nicht. Der ja, Random ist aber hier bei mir. Okay. Dann guck mal, ob der dir hilft. Und macht einen Gen. Na toll. Kameradenschwein! Ne, alle machen einen Gen, glaube ich. Jo. Nee, er kommt jetzt, er kommt zu mir. Na toll, immer diese Camper. Aber sie campen, das Schwein campen. Ja, was ist das Wort? Sie läuft um die Hütte rum. Ich habe noch eine Taschenlampe. Ich kann damit nur nicht umgehen, aber ich kann sie dem Schwein in den Arsch stecken. Vielleicht hilft das. Wenn es hilft. Wenn es mir hilft am Ende, ist mir das egal. Gleich dann lässt ihr mal mit so einem Lichtstrahl hinter sich her. Ich bin schon wieder ultra nervös, eh. So, fertig. 3, 2, 1, vorbei. Hass. Ah, okay. Sie ist bei... Ja, ich hab doch gesagt, du hast Hass. Ja,
Was heißt denn das nochmal? Sag es mal nochmal kurz, in Kurzform. Wenn dich jetzt jemand runterholen würde, dann könntest du dich jemand mit Rory. Und jedes Mal, wenn der Gen angeht, weißt du, wo sie ist. Ah, okay. Nur mal so eine Frage. Hilft dir jemand? Campt sie? Nö. Sie campt nicht mehr, sie ist weg. Okay, drei. Gerade hin. Du brennst gerade hin, ich mach gerade Regenbogen in seiner Nähe auf. Aber sie ist hier noch irgendwo. Ja. Ja, ich höre sie gerade wieder. Du kannst es tun, oh, Mark, Moon. Hilfe, ich hab nur noch 2 Sekunden, oh Gott, das Haus hinter dir. Niemand da drin im Tod, na klasse. Bom, das war ja eine geile Aktion. Das war eine Glanzleistung. Vor meinen Füßen hingefallen, sehr gut. Wie war das noch? Ich spiele mit Noobs. Das ist mein Ende. Bom, das war ja wohl wieder ein Highlight. Ne? Bom, campt er bei dir jetzt? Ja. Ja, bestimmt. Suche erstmal das Tote. Bom, du musst dich nicht verbeugen vor mir. Du könntest mich auch einfach runterholen, ne? Ich muss los, tschüss. Das war so geil. Die läuft auf mich zu, macht die Arme hoch und fällt hin. Ja, Marc, hättest du mal aufgenommen. Ja, aber es. Ja, hätte ich mal aufgenommen, das sieht man jetzt gar nicht. Machst du nächste Runde, ne? Dann los, Bom, du kannst es tun. Ich kämpfe jetzt erstmal hier noch fertig. Ja, mach mal. Bum, bum, bum. Bum, schuld, dass die Runde, bum, schuld, dass die Runde so kurz ist. Ja. Eigentlich bin ich nur 10 Minuten irgendwo rumgerannt. Ich habe ja auch keinen Zen gemacht. Na doch, ich habe 2 gemacht. Ich habe 2 gemacht. Na, 12 Minuten mal. 12. Wo meint ihr einmal, den Zen fertig zu machen, bevor sie kommt? Erscheint. Voll spannend machen. Ist ja auch gut. Upgrades. Ja, meistens, wenn sie in der letzten Sekunde sind, sind sie meistens nicht mehr da. Deswegen. Oh, jetzt nervt er mich wieder mit dem, dem Blutnetz-Tutorial, ne? In dem Fall war es andersrum, Bum. Ich lade euch mal ein. In dem Fall kamen sie zum Schluss wieder. Erschien. Erschien, ja, genau. So, hast du jetzt den Hass-Perk durchgelesen? Wann hätte ich den denn durchlesen sollen? Ja. Jetzt. Erst im Spiel. Da muss ich ihn halt. Ja, wenn du gerade gestorben bist, zum Beispiel. Also, Hass, du bist besessen von einem Überlebenden. Jedes Mal, wenn ein Generator repariert wird, sieht die Besessenheit deine Aura für 3 Sekunden und du siehst den Killer. Jedes Mal, wenn ein Generator repariert wurde, werden dir die Aufenthaltsorte aller Überlebenden für 3 Sekunden angezeigt. Also das heißt, der Killer sieht alle Überlebenden. Sind alle Generatoren repariert, bekommt die Besessenheit den Statuseffekt gefährdet und der Killer kann sie töten. Ja. Voll cool. Den Schluss habe ich eben auch schon verstanden, aber deswegen ja, lagst du ja dann auch da, du ne? Du kannst mich nicht, dein Profil ist privat, richtig? Ja. Alex, ja, deswegen kann ich bei dir nicht beitreten. Oh, ich hasse es. Ja gut, dann lad halt du nicht ein. Ich übrigens auch nicht. Ja, ich habe mich immer so privat gestellt, weil mich immer so ein paar Leute mitten im Livestream meinten, anschreiben zu müssen. Das hat mich ja dann irgendwann genervt. Da habe ich dann auch. Dann ja, schreibt ja und dann gucken. Machst du Livestream, oh, alle kommen. Also ich habe halt mein Profil nur für Freunde. Ja, das hatte ich früher auch mal. Das sind ja teilweise auch Freunde. Ich muss mal kurz in den Schrein reingucken. Das so dritte Siegel, kein Gejammer, Apotheke. Nur Scheiße eigentlich. Yep. Ja, aber ich hab noch so 1000 an Schreinpunkten, deswegen. Die muss ich dann irgendwann machen. Du brauchst aber 2000 mittlerweile oder 2000. Oh, früher waren es 600. Ja, das hat sich geändert. Das oh, danke, hat sich Bob. Geändert. Danke für die Einladung. Das hat sich doch geändert. Es ändert sich immer alles. Ich muss nachher mal noch bei dir hier Rise of the Tomb Raider gucken. Shadow. Hat Bums auch schon gespielt? Nein, ich hab's mir noch nicht besorgt, ist mir noch zu teuer. Mhm. Das denn grad? Also ich sag's mal gleich. Wenn du es mit dem DLC holst, also mit dem Season Pass, bist du bei 90. Ja, dann bist du ratzfatz bei 80, 90 Euro, das ist so. Ja, und ich dachte so 90 Euro, nein. Nein. Ich hab zwar gerade das Spiel da, aber, ja, ich mach schon. Aber das Spiel einladen. Selber hab ich noch nicht. Das Spiel bekomme ich mir woanders geholt. Kann ich mein Profil, nee, dann muss ich sie neu starten, ne? Wenn ich mein Profil jetzt so neu einstelle, warte mal.
halb Clan. Schau nach. Oh na. Also bitte nicht nochmal das Schwein. Das muss nicht sein mit den Käfigen und so. Ach, nachdem ich... Also ich finde einen einzigen noch schlimmer als das Schwein. Michael. Nee, Michael kann ich, mit Michael kann ich umgehen. Doktor. Nein, den finde ich auch gut. Den kann ich auch. Hast du den? Ich meine eigentlich Freddy, aber ist egal. Freddy dann, ja. Freddy Krüger. Ist auch cool. Eins, zwei, Keksi kommt vorbei. Drei, vier, jetzt steht er vor der Tür. Wenn die dann immer dieses mit diese, die Häsin, ich hasse das, wenn die dann so neben mir rumläuft und so singt. Die ist auf Platz 3. Mit ihrem Scheiß OP, die erwischt mich immer. Aber die Kletti. Platz 1 steht bei mir Kannibale und dann kommt direkt die Jahre hinter die Jägerin. Und dann kommt die Hexe. Denke ich gar nicht mehr. Kann ich einfach mal wieder irgendwer Fallensteller spielen oder so? Den hatte ich heute sehr oft, also. Der Geist. Der Geist hasse ich auch. Oh. Geist hasse ich auch, weil der ist mittlerweile ganz schön. Der, ich erschreck der mich. Geist hat jetzt Add-ons. Hm. Wenn er die benutzt, Unaiko, dann hat man die Glocke auf der ganzen Map. Also du hast keine Ahnung, ob er jetzt hinter dir ist oder vor dir. So ja, ist es. Oder, stimmt, oder ja, bei jemand anderem. Immer, es klingelt halt die ganze Zeit, egal wo du bist. Klingelingeling. Ja, Klingelingeling. Nur wenn er diesen Perk dabei hat. Also dieses, wo ist denn dieser Naiko daher? Ich muss mal hier analysieren, mit wem wir spielen. Naiko ist aus Frankreich. Du Frankreich, die Franzosen. Frankreich, Baguette. Nicolas. Er heißt Nicolas. Er kommt aus dem... Versteinerte Eichel. Oh Gott, ein Opfer, ein Nein, Opfer er kommt nicht aus dem Eichel. Weniger bringt doch eh nichts mehr. Ich meine, nach 2 Minuten kannst du, sind die Haken wieder voll. Oh, wenn du sie... wie heißt das? Sabotiert hast? Genau, sabotiert hast. Wie, die sind wieder voll? Haben die jetzt komplett das ganze Spiel Minuten, OP gemacht, oder was? 2 Minuten, ja. Ey. Sind nach 2 Minuten wieder da. Außer du nimmst natürlich Henkerstreich mit von dem Schwein. Dann kriegt dann das Schwein, also das ist der Ort der Killer, eine Info, dass du gerade den Haken sabotierst. Und dann ist er nach 30 Sekunden wieder da. Okay. Das Spiel ist ja. Und dazu haben sie dann immer noch die gleiche Hakenanzahl, die sowieso schon auf den Maps wie McMillian anwesend viel zu hoch ist. Ist schon mehr. Ja. Also immer noch. Erhöht. Also nochmal erhöht. Also auf McMillian anwesend sind jetzt alle 3 Meter ein Haken, ja? Ja, du brauchst schon gar nicht mehr miteinander. Du brauchst nicht mehr zu gehen. Ist ja wie ein Friday, ist ja zum Kotzen. Deswegen sag ich, du brauchst schon gar nicht mehr wickeln. Ich sag ja, ist wie ein Friday, wenn dich der Killer da hat, kannst du es auch vergessen. Ja. Deswegen hab ich mit Friday aufgehört. Meine Lieblingskarte, ja. Backwater-Sum, also, schaurige Speisekammer. Das lohnt sich halt gar nicht mehr. Ja, ich hab einen Saboteur auch. Sabotieren tun gerade nur noch die, wo es halt als tätige Aufgabe haben. Sag mir Bescheid, dass ich meinen Saboteur nächste Runde rausnehme. Ja, der bringt nichts mehr. Den habe ich mir extra zusammengespart, vom heiß Ersparten, weißt du, und dann macht das Spiel sowas. Nee, der ist mittlerweile ist er echt unnötig. Ja. Ja, wie gesagt, wenn ich nur einmal alles halbe Jahr spiele, was erwartest du von mir? Hier sind aber echt alle 2 Meter in Haken. Also, ich glaube, Alex hat Freddy ja raufbeschworen. Och, nö! Nein. Freddy kommt vorbei. La 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 la. Hi. Und schlimmer. Hört man den jetzt auch auf der ganzen Map? Oder nur wenn er in deiner Nähe ist? Nein, den hast du nur wenn er in deiner Nähe ist. Ey, Manu, du stehst ja nur neben mir, Bumm. Naiko, hallo Naiko. Es wird lauter, oder? Komm, Naiko, wir machen das. Nee, er ist unten irgendwo. Doch, es wird lauter. Ah, jetzt ist er oben. Wo ist denn jetzt hin, der Random, hä? Scheißegal. Ah! I hate my life. Fick dich, Bitch. Aber ich sag auch noch, das wird lauter, oder? Ach, das täuscht. Der ist Bumm ist da ganz gechillt. Ach, er hat mich vom Generator weggezogen. Ja. Kein Problem. Dauert noch, bis er da ist. Ach, scheiße. So, jetzt hoffe ich mal, dass er kein Barbecue und Chili hat. Ich hab knallen lassen. Kacke. Ich kann nicht mal sagen, ob er campt. Weil ich sehe ihn ja nicht. Doch, du hast das Alarm.
Na gut, das ist leise. Das ist leise. Das ist Lala. Also, mein Herz rast nicht. Ich hol dich mal. Ja, ich sehe schon. Ich komm jetzt auch. Erscheinen reicht. Hat sich auch vor. So, bleib stehen, damit ich kann nicht schnell heilen. Hab Auto-Tune dabei. Und mit anderen mehr mit dem Spiel beschäftigen. Hab mich gesehen, hallo Freddy. Freddy, komm her. Geil, meine heilige Stufe 2. Finde ich cool. Okay, auf. Was hat denn für eine Aktion? Okay, also ich. Wir sind zu fett für die Tür, bumm. Den Gender? Das war lustig, wie wir gleichzeitig dann zurückgegangen sind. Ja. Da sind wir eigentlich nicht, also bei mir nicht. Kriegt der mich hin? Hey, eine Tour um die Karte mit mir, oder was? Okay. Alles klar. Immer wieder klar. Und immer in unserer Nähe. Ja, macht nichts. Es wird schon wieder lauter. Ne, jetzt wird's leiser. Lauter, leiser. Der Random ist im Haus und ihr seid da zu zweit. Ja, Killer ist bei uns. Bumm schläft ein. Ich auch. Ah ja, sehr. Ja, aber er ist hinter mir her. Das ist gut. Das Problem ist nur... Er kannst du dich verloren. Überhaupt abhängen, wenn du schläfst? Nee, das Problem ist, ich komme aus dem Schlaf nicht mehr raus. Das heißt, ich er kann... Er ist hier bei mir, glaube ich, gerade. Du musst dir entweder halt ein Gen machen, oder du musst halt... Tote zerstören. Nein. Eigentlich finde ich diese Traumwelt aber ganz cool gemacht. Ding ab. Nein. Ja, wie schnell läuft das denn ab? Oh. Relativ schnell. Oh nein, bumm. Ach, alles gut. Jetzt liegt es. Oh nein. Ich hab grad keine Musik mehr. Ah doch, jetzt wieder. Yay. Guten Abend. Hey, mich auch. Ups. Gesundheit. Wohlbekommen. Ist grad schlimm. Ja, wenn ich was trinke, muss ich sofort. Alles klar. Oh, diese Gens gehen auch langsam in der Traumwelt, ne? Alles viel langsamer, ja. Liegt aber auch daran, weil ich gerade krank bin. Ich habe einen Nerv eingeklemmt und sobald ich was trinke, muss ich sofort rüber. Das ist echt schwer. Ey, das bringt gar nichts. Also ich habe jetzt den Gen gemacht. Bin immer noch drin. Du musst aber halt muss ihn knallen lassen. Das ist toll. Der Knall weckt dich auf. Bam. Ein anderer Mitspieler kann der dich auch. Oder ich wollte gerade sagen, ein anderer Mitspieler. Ich gehe jetzt mal Richtung Bumm. Ja, hol mich mal runter, ich bin wach. Ich hol dir einen runter, ist kein Problem. Geh mal zu Naiko, dem helfe ich auch mal. Also vom Rülpsen zum Runterholen, alles klar. Pressthemen dieser Folge. Bumm. Ich kann es. Er kommt. Wollte ich eigentlich sagen. Ah, komm. Lauf doch. Wenn du das sagen willst. Lauf doch, Mädel. Naiko, lauf. Hä? Hat er dich? Mich. Komm. Ich dachte, er hätte den Random. Ach komm, brauchst nicht mehr wiggeln hier. Hat keinen Sinn. Sag ich doch. Ihr solltet da wegkommen. Warum hat er uns hier nicht gesehen? Sehr dumm. Barbecue warum und läuft die jetzt weg? So, oh, was halt macht die denn? In der Nähe nicht sichtbar. Du hättest mir helfen können. Ist doch egal. Ich helfe Alex auf die Beine. Thank you. Ohne die andere. Und sofort weg. Ja. Er ist schon wieder hier gleich. Yep. Er ist schon hier. Er ist hier. Ich bin schon wieder drin in der Traumwelt. Ich auch. Ach, Leute. Oh Gott. La 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 la. Oh Gott, geh weg. Mein Gnäher ist hinter mir her. Er will mich. Töten. Das wird er auch gleich tun. Dann machen wir es mal anders. Oh, warum will er jetzt mich? Ich hab doch keine Ahnung, Bumm.
Er ist aber hinter mir her. Glaube ich. Ja. Er ist hinter mir, er hat mich auch gleich. Dann geh ich mal auf dann die große Hütte. Boing. Scheißdreck. Nee, hab ich nicht. Jetzt sind wir alle bis auf Naiko in der Traumwelt, ne? Naiko ist, ja, Naiko macht das ein schönes Leben. Ja. Kann er ja machen. Ah ja, der läuft dann weg, wenn er heilen will. Wenn es ihm zu heiß wird, macht es eigentlich genau richtig. Red ist tot. Ich bin wieder wach. Marc ist weg. Ich bin weg, du bist wieder wach. Das ist ja gut. Der Freddy da, der ist aber auch nicht so schlecht. Ist so schnell immer überall wieder. Du kannst gleich mal sagen, was da alles dabei hat. Ah ja, warte, das sag ich dir. Ach komm, das ist doch nicht dein scheiß Ernst! Einen Perk hat er nur drin. Und zwar verstört. Der weiß auch immer genau, wo ich bin. Der hat irgendeine Aura-Lesefähigkeit. Der hat gar keine Perks drin. Nee. Dann ist er einfach nur verdammt gut. Oder aber ich spiele zu sehr mit Freddy, dass ich nicht weiß, was der so kann. Bumm, jetzt liegt's an dir. Ja, Killer ist gerade hinter mir, ja. Guck grad Bumm zu. Ich auch gleich. Ja, gut. Spieler gibt es komplett. Palette sonst wohin. Denn ich vergiss mal nicht. Oh, jetzt kann ich mit der Herbung. Oder? Bitte lass es direkt knallen. Oh, er ist noch da. Oh nein. Deine furchteinflößende Erscheinung zeigt auf über natürliche Größe Distanzbewegung. Dein Terrorradius ist um 22% erhöht, verdiene 50% mehr Blutplanung und Handlung in der Hinterhalt. Heldigkeitskategorie. Dazu hat er drin Schafklotz, ein weißblauer Holzklotz, der 2 Grad Lämmer und ja, geil. Verringert leicht den Traumübergang, die Zeit zum Einschlafen wird um 5 Sekunden vermindert, na geil. Und Kinderzeichnung, erhöht leicht die Reichweite der Stärke. Umfällt in den Keller. Wenn Naiko deine Hilfe sein soll, dann ist es nicht eher, verloren. Die Luke. Nee, der ist in deiner Nähe. Erst? Ja, oder auch nicht. Bum, bum. Irgendwie wirkt er auf mich wie ein blutiger Anfänger, ich habe keine Ahnung. Ja, er müsste ein bisschen mehr in deine Richtung rennen langsam, sonst wird's knapp. Der sucht die Luke. Ah, sie. Dabei ist sie aber noch nicht sichtbar, weil ich noch nicht tot bin. Doch, die ist schon sichtbar. Es sind nein, nur zwei Generatoren. Das haben sie voll verändert. Es müssen mehr Generatoren gemacht sein als Überlebende. Und nachdem es zwei Generatoren sind und zwei Überlebende, ist jetzt die Luke noch nicht da. Na super. Dieses Spiel. Das heißt, im Endeffekt, wenn jetzt wir zu 14, wir haben 4 Generatoren gemacht, ist die Luke auch noch nicht da. Ja. Das heißt, wir müssen insgesamt mindestens bei 1 sein und dann würden wir Luke sehen. Aha. Das heißt, der Naiko ist der Einzige, der jetzt überlebt. Vielleicht. Ich denke eher nicht. Wenn er noch die Luke findet. Wollen wir mal hingucken oder wollen wir rausgehen? Wollen wir das wissen, ob Naiko das entscheidest du nimmst doch auch. Ja. Nö, würde er sagen, wir moderieren an der Stelle mal ab. Ja, das und vieles mehr sehen Sie dann in der nächsten Folge von Let's Play The Bad Dad Staffel 2, 3, irgendwie so. Staffel 3. Wo Bumm uns die neue Killerin einfach mal zeigen möchte. Weil sie die einzige ist, die sie schon besitzt. Und ja, geil. Ja. Bis dahin. Irgendwelche letzten Worte. Hallo. Tschüss. Bye. Weiß ich's.